Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Devblog-Video aus dem Spiel War Thunder. Ich habe heute extra lange gewartet, um die News rauszuhauen. Einfach, weil ich nicht wieder zwei Videos fertig machen wollte. Falls heute nochmal News kommen sollten, ja, und es ist irgendetwas außer der Leopard 2, da würde ich nochmal ein Video für machen, aber es ist irgendetwas anderes, werde ich es heute nicht mehr in einem Video zeigen, sondern erst morgen. So, und wir kommen jetzt zum eigentlichen Inhalt dieses Devblog-Videos. Ihr könnt das schon sehen, es ist eine neue Karte. Location Italy. Also eine italienische Map. Wer jetzt am Jubeln ist und sagt, ah, da kommen garantiert auch die Italiener, das muss noch nichts heißen. Ja, also warten wir es erstmal ab, wann die Italiener kommen und wie die Italiener kommen. Ich habe mir die Karte schon mal so ein bisschen vorab angeguckt. Da gibt es jetzt mittlerweile hier dieses Nvidia Ansel, wo man sich dann hier quasi Karten ja, komplett einmal so rundherum angucken kann. Und ihr seht das dann schon, das ist ein Ort, der wohl am Meer liegt. Ein fiktiver Ort, also diesen Ort gibt es nicht wirklich. Und was hier gleich direkt am Anfang auffällt, ist hier diese Uferpromenade, die hier rumgeht. Wobei Ufer, da müsste da unten das Meer sein, aber da unten läuft nur so ein bisschen Wasser rein. Wir haben auf jeden Fall hier dieses Halbrund, einmal am Ort entlang. Da müssen wir hier ein bisschen weiter. Boah, so, und dann seht ihr, dass das geht bis da hinten rüber. Oh, kann man sich jetzt schon so fiktive Szenarien vorstellen. Da hinten stehen irgendwo die Panzer von der einen Seite, da vorne stehen die Panzer von der anderen Seite und dann wird hier über den freien Raum hinweg sich gegenseitig versucht wegzusnipen. So, jetzt sehen wir hier auch nochmal diesen Bereich. Wir haben hier gleich drei Zufahrtsstraßen da unten zu diesem Monument oder was das ist. Einmal da hinten, so gerade eben noch angedeutet. Dann auf der Seite die Straße und hier mittig die Straße. Und das lässt eigentlich schon folgende Schlussfolgerung zu. Erstmal, es wird definitiv kein nachgestelltes, echtes Gelände sein. Und am Aufbau dieses Bildes kann man eigentlich schon jetzt sehen, das ist eine von diesen berühmten Spielekarten. Ja, möglichst auf beiden Seiten in etwa die gleichen Verhältnisse, damit keine Seite benachteiligt ist. Gameplay-technisch finde ich sowas ja vom Ansatz her gut. Vom Design her finde ich sowas immer total schade und langweilig. Das ist einfach so quasi, man spiegelt die eine Seite der Karte auf die andere Seite rüber und verändert so ein bisschen die Details, damit es ein bisschen anders aussieht, damit die Leute den Eindruck haben, sie sind auf irgendeiner Karte unterwegs, wo eben nicht alles gleich ist. Aber es ist eigentlich doch irgendwo alles gleich auf beiden Seiten. Ich weiß, das ist für einen Spielehersteller verdammt schwer, gerade in PvP-Games möglichst gleich für beide Seiten irgendetwas zu machen und trotzdem den Leuten den Eindruck zu vermitteln, ihr seid hier auf was ganz Tollem, Besonderem unterwegs. Das ist fast nicht machbar. Aber wir haben halt im Spiel auch Karten, die eher nicht synchron, sondern asynchron sind. Fulda ist da zum Beispiel so eine typische Karte. Und auch diese Karten werden bespielt und diese Karten machen eigentlich Spaß. Außer den Leuten, die vielleicht lieber nur kleine Eckenbumserkarten fahren. Aber es funktioniert auch anders, ne? Und die Spieler sind eigentlich auch mit im Boot und sagen, nö, ist okay. Bei so großen Karten ist das kein Problem. Das hier, wie gesagt, jetzt doch eher der Eindruck einer Karte, die ja auf beiden Seiten eher gleich ist. Und das meine ich jetzt nicht böse oder sonst irgendwie was, nur damit wir alle mal Bescheid wissen, was da so auf uns zukommt. So, hier haben wir einen weiteren Kartenausschnitt von der Location Italy. Und jetzt scrollen wir hier auch nochmal rum. Das ist jetzt hier schön abends Sonnenuntergang, vermute ich mal. Und den Bereich, den wir jetzt gerade eben gesehen haben, den finde ich jetzt hier so ohne weiteres nicht auf der Karte wieder. Also hier im näheren Umfeld scheint dieser Bereich nicht wirklich zu sein. Ich habe die Vermutung, dass dieser Bereich irgendwo da hinten liegt. Ich kann mich aber auch da komplett irren und täuschen. Weil da hinten ist, wäre auch möglich. Auf jeden Fall, dadurch, dass wir hier nicht mal ansatzweise die Punkte sehen, die wir uns eben gerade noch in dem Ausschnitt angeguckt haben, bleibt der Schluss übrig, dass es sich hierbei um eine relativ große Karte handelt. Was ja auch Sinn machen würde bei den ganzen modernen Fahrzeugen, die ins Spiel kommen, mit hohen Geschwindigkeiten und allem drum und dran, ist es natürlich doof, wenn das wieder nur so eine kleine Eckenbumserkarte ist. Hier sehen wir das auch, hier haben wir angedeutet Schlossruine oder sowas.
Es könnte dementsprechend dann auch das Zentrum der Karte sein. Wobei die Größe der Karte, wir haben ja hier bebautes Gelände, wir sehen das ja hier, ist rundherum überall bebautes Gelände. Auch hier, da, so eigentlich egal, wo man hinguckt, wir haben durchweg bebautes Gelände. Die Größe der Karte scheint schon ja, einiges mehr zu sein als das, was wir hier normalerweise vorgesetzt bekommen. Ich meine jetzt nicht eine noch größere Karte, also größer als Fulda oder sowas wird sie sicherlich nicht sein, aber ich denke, sie wird schon eine ordentliche Größe haben. Und da ist natürlich dann auch die Möglichkeit, dass man diese Karte in mehrere Kartenabschnitte unterteilt. Ne? Kleine Panzer fahren nur in einem Teil der Karte oder sonst irgendwie was. Was Gaijin da genau macht, müssen wir einfach mal abwarten. Aber so große Karten geben dem Hersteller ja tatsächlich die Möglichkeit, quasi aus einer Karte drei Karten zu machen. Ne? Es werden einfach in drei unterschiedlichen Bereichen der Karte hin und wieder Spiele gespielt. Was ich bei diesen riesengroßen Städtekarten halt ein bisschen schade finde, und auch das ist wieder nur eine ganz, ganz vorsichtig gemeinte Kritik, sie wirken irgendwie steril. Das ist mir schon Normandie, nee, nicht Normandie, ist es Normandie? Nee, Ardennen. Die Ardennen-Offensive da Richtung Frankreich, was da mit dem letzten Patch gekommen ist, das ist mir da in der Stadt schon aufgefallen. Es wirkt alles irgendwie steril. Gaijin kann ja eigentlich wunderschön und hübsch und detailliert, aber bei diesen neuen Karten, vor allen Dingen da, wo große bebaute Stadtgebiete sind, habe ich leider Gottes viel zu oft den Eindruck, das ist alles steril. Steril, sauber, aufgeräumt, ne? Deutsche Gründlichkeit in Italien, könnte man jetzt meinen. Ist sicherlich auch ein Riesenaufwand, da so ein bisschen Atmosphäre reinzubringen. Ich persönlich fände es tatsächlich sogar schön, tja, wenn vielleicht irgendwann mal so ein paar NPC-Soldaten durchs Bild rennen oder sowas. Gut, muss nicht sein, hat jetzt auch nicht wirklich einen Wert und dann hätten wir auch wieder Probleme mit der FSK-Freigabe, wenn man dann natürlich auf die Jungs drauf schießen kann und dann kippen die tot um und was weiß ich nicht alles. Aber ihr seht das hier schon selbst. Dieses doch sehr steril und aufgeräumte, das sind so Sachen, wo ich dann immer sage, Krieg ist nicht sauber, steril und aufgeräumt, das passt jetzt irgendwie nicht. Trotz alledem finde ich, die Karte macht Lust aufs Erkunden. Und wenn wir sehen, was für Möglichkeiten hier um jedes Haus herum im Grunde genommen jetzt schon hier in diesem Bildausschnitt zu sehen ist, wird es da unheimlich viele taktische Möglichkeiten geben, hier mit seinen Fahrzeugen sich zu bewegen, sich zu positionieren. Da bin ich echt mal gespannt. Wir haben noch einen weiteren Ausschnitt. Oh, und jetzt hier. High Noon, mittags. Gucken wir nochmal, ob wir hier jetzt was wiederentdecken. Da hinten sehen wir dann unbebautes Gelände. Und so wie es da hinten angelegt ist, scheint es auch ein befahrbarer Teil der Karte zu sein. Also nicht irgendetwas, was außen drum rum ist, nur damit die Optik schön ist, sondern es sieht tatsächlich so aus, als wenn sich da auch. So, jetzt hatten wir hier einen kurzen Cut, dafür muss ich mich auch entschuldigen. Also der Dev-Server oder Launcher, der hat sich jetzt heute, ich glaube, zum 10. Mal abgedatet und jedes Mal springt er in den Vordergrund, wenn ich irgendetwas mache, selbst wenn ich ein Computerspiel spiele, zack, bumm, Dev-Server-Bild mittendrin. Völlig ätzend, ich muss das irgendwann mal verstellen, aber deswegen jetzt den Cut, das habe ich rausgeschnitten. Wir waren eben stehen geblieben da hinten bei dem unbebauten Gelände. Wenn wir uns das jetzt mal genau angucken, dann sehen wir hier überall auch so kleinere Felsformationen. Da. Also Deckungen, die man hineinprogrammiert hat, wo man mit seinem Fahrzeug sich dann dahinter stellen kann. Also sehr wahrscheinlich auch ein spielbarer Bereich dieser Karte. Da hinten wird ein Fort oder sowas angedeutet, haben wir jetzt eben aus der Nähe so auch noch nicht sehen dürfen. Hier haben wir jetzt nochmal diese Ruine. Wir haben ja eben mit der Kamera, glaube ich, hier vorne in diesem Bereich irgendwo gehangen, in dem letzten Bildausschnitt. Jetzt sind wir also quasi ein bisschen höher. Das heißt also, wir können ein bisschen weiter gucken und jetzt sehen wir auch hier hinten haben wir, so wie ich das eben gesagt habe, gespiegelt die andere Seite. Auch da ist das Gelände ein bisschen höher. Auch da ist das Gelände nicht bebaut und auch da haben wir einzelne Steinformationen, hinter die der Panzerfahrer sich dann bewegen kann. So, also das heißt also, ich würde jetzt mal so ganz vorsichtig und spontan sagen, das hier ist die Längsachse der Karte. Da vorne ist irgendwo die Seite des einen Teams. Da ist die Seite des anderen Teams. Man kommt hier von dem Hügel runter oder positioniert sich dort oben und snipet hier über die Stadt hinweg oder geht tatsächlich in den Nahkampf hier in die Stadt rein, die ein bisschen tiefer liegt, die in einer Senke liegt, was ja natürlich auch so viel Sinn macht aus architektonischer Sicht. Es war ja eigentlich eher andersrum. Man hat jetzt nicht unbedingt seine Häuser in Löcher gestellt, weil wenn es regnet, hat man da ein Problem. So, und jetzt haben wir hier die andere Achse, Blickrichtung. Mir fehlt hier jetzt immer noch das
eben zu Eingang gezeigte Wasser. Allerdings haben wir hier ja schon angedeutet, diesen Bogen. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das andere Stück, was wir uns eben ganz am Anfang angeguckt haben, jetzt vielleicht doch eher da hinten in der Richtung liegt, wobei ich es nach wie vor nur schätzen kann. Also man sieht jetzt nicht detailliert, wo hier was ist, aber wir sehen jetzt halt tatsächlich das, was ich am Eingang schon gesagt habe, die Karte ist gespiegelt. Freies Gelände, ui. Freies Gelände, mittendrin bebautes Gelände, das alles möglichst gleich, dass wir die gleichen Ausgangspositionen haben. Also man merkt schon, es driftet immer mehr so in die Richtung ab. Wir versuchen es möglichst gleich für alle zu machen. Ist natürlich auch ein Ansatz, den man verfolgen muss in einem PvP-Spiel. Trotzdem bleibt dadurch ja manches manchmal auf der Strecke. Wie sich das jetzt hier letztendlich am Ende darstellt, da bin ich echt mal gespannt. Auf jeden Fall so eine Italien-Karte finde ich total cool. Während wir uns das jetzt hier angucken, blende ich noch mal ein paar weitere Bilder ein. Da können wir dann auch noch mal einmal die Karte in der Übersicht sehen. Leider Gottes nur ein eher kleines Bild davon zu sehen gewesen. Deswegen hoffe ich, dass die Qualität im Video jetzt hier nicht, wer weiß wie, verloren geht. Und auch noch mal den einen oder anderen Screenshot. Aber ich denke, unterm Strich, spannende Sache. Jetzt kommt natürlich der Punkt, wann kommt denn 1.7.9? Die Devblocks haben ja irgendwann schon letzte Woche, oder war das schon das Wochenende davor, angefangen. Da haben die ja schon die ersten Klöpper rausgehauen. Früher ist es so gewesen, dass die Devblocks circa 2 Wochen vor Release angefangen haben. Jetzt soll das hier angeblich der größte Inhaltspatch ever werden. Da müssen wir auch mal abwarten, ob das alles stimmt oder ob das wieder nur Aluhutgelaber ist. Und gestern sind dann ja schon die Premium-Fahrzeuge in den Shop gepackt worden. Vorbesteller, Käse und was weiß ich nicht alles. Die Frage ist, wann kommt der Patch? Ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, Gaijin hätte gesagt, der Patch muss noch unbedingt diesen Monat raus. Dieser Monat ist nächste Woche Donnerstag zu Ende. Das würde bedeuten, der Patch steht quasi schon fast unmittelbar vor der Tür. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Meine persönliche Meinung ist, da sind angeblich noch ein paar Klopper, die kommen sollen. Und jeder dieser Klopper bekommt seinen eigenen Devblock. Weil man so die Leute richtig heiß auf die ganze Sache macht. Das heißt also, 2-3 Tage haben wir wenigstens noch hier etwas zu berichten, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Theoretisch wäre tatsächlich irgendwann nächste Woche schon möglich. Theoretisch wäre das tatsächlich möglich. Ob es tatsächlich so kommt, kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Ich persönlich wünsche mir, dass das, was kommt, dann auch ausgereift ist. Und für alle Leute auch so ein bisschen was Neues bringt. Ich wünsche mir für die Piloten neue interessante Flugzeuge. Nicht einfach nur irgendwelche Kopien, die man irgendwo mit in den Baum reingepackt hat und gesagt hat, das ist jetzt eine andere Ausführung. Ich wünsche mir für die Piloten eine neue Karte. Ganz ehrlich, ich wünsche mir für die Piloten eine neue Karte. Ich wünsche mir für die Panzerfahrer, die untenrum im Moment aktiv sind, auch ein Fahrzeug, sodass man sich zwischendurch mal erforschen kann. Oder für die Leute, die nicht ganz so viel Geld haben, ein kleines Premium-Fahrzeug oder Flugzeug. Das sind Dinge, die ich mir wünsche und die ich mir mit diesem Patch noch erhoffe. Leute, die schon alles haben, so wie ich in dem Spiel, die freuen sich natürlich auch über den neuen Content, bin ich ganz ehrlich. Aber ich würde mich wirklich freuen, wenn in diesem Patch wieder für jeden etwas dabei ist, damit jeder etwas hat, über das er sich freuen kann. Ich glaube, dann würde Gaijin alles richtig machen. Jetzt habe ich noch unter einem der letzten Ankündigungsvideos wieder so einen Käse gelesen, von wegen hier, was alles bei Gaijin doof ist und scheiße und das ganze Spiel und hier die ganze Welt und alles muss brennen. Liebe Leute, und das meine ich wirklich nicht böse, Kritik ist immer gut. Kritik ist aber nur dann gut, wenn sie sachlich ist, wenn sie freundlich ist. Das, was teilweise da unter die Videos drunter geschrieben wird, wird von mir sowieso generell gelöscht. Aber, ey, wenn ihr das Spiel so sehr hasst, dass ihr so einen Scheiß unter Videos schreiben müsst, meine Frage an euch, habt ihr nichts anderes in eurem Leben zu tun? Habt ihr nur dieses Spiel und konzentriert euch darauf und lasst euren ganzen Hass darauf ab? Mein Gott, wenn euch das Spiel keinen Spaß macht, wenn ihr keinen Bock darauf habt, auf diesen neuen Inhalt oder überhaupt auf alles, lasst es doch einfach. Ihr dürft das Spiel von der Festplatte löschen. Ich glaube nicht, dass da irgendwie Moskau in Kasso um die Ecke kommt und euch dafür einen Tunnel ins Gesicht boxt. Niemand zwingt euch dazu, dieses Spiel zu spielen. Nur bitte, tut mir einen Gefallen, hört auf, mit euren Kommentaren unter den Videos andere Leute davon zu überzeugen, dieses Spiel womöglich zu boykottieren. Ich lösche sowas sowieso generell sofort. Und gleichzeitig finde ich es absolut traurig, wenn man solche Sachen abzieht. Das ist Gaijin-Ding. Die Leute, die mit diesem Gaijin-Ding glücklich und zufrieden sind, sollen das auch weiterspielen. Da muss man auch nicht irgendwie die Leute anfauchen. Und wenn man selbst keinen Bock mehr drauf hat, c'est la vie,
ab zum nächsten Spiel und da dann einfach Spaß haben. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen weiterhin viel Spaß bei dem, was auch immer ihr gerade macht. Ich hoffe, ihr seid damit glücklich. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei einem der nächsten DevBlock-Videos wieder mit dabei seid. Tschüss, alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Implied.